Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Katalysatoren. Wir werden dabei die Fragen beantworten: Was ist ein Katalysator und wie wirkt ein Katalysator? Du solltest allerdings bereits wissen, was ein chemisches Gleichgewicht ist und auch, was die Aktivierungsenergie ist. Dennoch möchte ich an dieser Stelle doch etwas wiederholen, und zwar die Darstellung einer Reaktion in einem Reaktionsdiagramm, bei dem die X-Achse den Reaktionsverlauf darstellt und die Y-Achse die Energie. In dieses Diagramm trägt man die Energieniveaus der Edukte und der Produkte einer Gleichgewichtsreaktion ein. Der Reaktionsverlauf ist dann so, dass ausgehend von den Edukten ein sogenannter aktivierter Komplex gebildet wird, dessen Energie oberhalb der Energie der Edukte liegt. An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung. Ich verwende in diesem Video den Begriff aktivierter Komplex, möchte aber darauf hinweisen, dass es als Synonym von Übergangszustand eingesetzt wird. Erst von diesem aktivierten Komplex ausgehend können die Produkte, in diesem Falle C und D, gebildet werden. Die Aktivierungsenergie ist in diesem Diagramm dann. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.